Ja, Sie sicher kennen bestimmt das Problem oder das Gefühl vor allem, einfach beobachtet zu werden. Und Sie kennen sicherlich auch diese ganzen Kameras aus dem Straßenverkehr, die zum Beispiel angeblich Nummernschilder scannen oder sowas. Jetzt ist die Frage natürlich, was können die eigentlich alles und was erfassen die überhaupt? Wir haben uns dann die Challenge gestellt, wenn wir das in 2 Tagen irgendwie anständig hinbekommen, dann können die das erst recht und können deutlich mehr als wir. Ja, wir haben dafür im Prinzip eine Kamera genommen, haben dafür eine Xbox Kinect genommen, das ist von der Spielekonsole, die übermittelt dann prinzipiell die Daten und danach geht es halt in ganz viel Technik-Voodoo und das erläutert Levi ein bisschen. Ja, ich würde sagen, bevor wir zum etwas sehr in technischen Part kommen, machen wir einfach mal direkt eine Live-Demo. Wir haben oben in unserem kleinen Arbeitsraum, der Bambusraum, einfach mal eine Kamera aufgestellt und mal 1-2 Minuten gefilmt und dann unser Verfahren mal drauf gejagt und geguckt, was wir dann so rausbekommen mit den 2 Tagen, in denen wir dran gearbeitet haben. Da gehe ich mal kurz hier drauf. So. Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Raum und wir sehen hier, ich denke, das kann jeder selbst erkennen, die Boxen tracken die Personen, die Objekte im Raum und verfolgen alles, was sich bewegt und klassifizieren alles, was sich bewegt, direkt. Also man sieht ganz gut, dass es relativ akkurat alle Personen im Raum verfolgt. Es kann Stühle erkennen, ab und zu erkennt es den Tisch mal, wenn es gut gelaunt ist. Und ja, das ist schon ziemlich beängstigend eigentlich. Ja, Moment. So. Kommen wir zum technischen Part. Wir haben natürlich Machine Learning eingesetzt. Wir haben ganz oldschool ein Deep Belief Network genommen mit 120 Layern. Das ist ziemlich viel. Wir haben 1 Gigabyte an Netzwerkdaten. Wir haben ungefähr 5 Teraflops, die für jedes einzelne Bild in dem Video verarbeitet werden müssen. Das heißt, man braucht im Prinzip eine ganze Serverfarm, um jedes einzelne Bild zu verarbeiten. Und für die, die sich ein bisschen auskennen, wir basieren auf YOLO V3 in Darknet. Zum technischen Teil von unserer Architektur. Wir haben, das ist übrigens unsere professionelle Zeichnung, wir haben unseren Laptop, das ist der, der hier steht, ganz oben. Der war an die Kamera angeschlossen und nimmt auf, schickt die ganzen einzelnen Bilder von dem Video in eine Datenbank, von dem aus die dann auf unterschiedlichste Server oder Rechner, die wir einfach hier oben aufgebaut haben oder irgendwo noch rumliegen hatten. Danke übrigens an die ganzen Mentoren, die uns Rechenkapazität gegeben haben. Da haben wir im Prinzip ganz viel Hosting betrieben und haben das Ganze parallelisiert, damit es halbwegs schnell läuft. Und sind am Ende tatsächlich drauf gekommen, dass sogar mit fast 1 Frame pro Sekunde, also 1 Bild pro Sekunde verarbeiten zu können. Ja, hier sieht man auch so eine schöne Grafik noch. Ja, genau. Also das ist jetzt zum Beispiel die CPU-Auslastung von einem 8-kernigen Server, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Man sieht, die ist ganz schön durch die Decke gegangen und ist da auch ziemlich lange geblieben. Ich bitte die Achse zu beachten, das sieht man nicht, aber hier steht 800%. Genau, daran sieht man dann auch, wie viel Leistung das eigentlich am Ende braucht, sowas zu analysieren. Ich weiß nicht, wenn man das in Zahlen nennt, es ist angegeben, dass man um die 140 Teraflops bräuchte, um wirklich ein HD-Video in angemessener Bildrate zu dekodieren, zu analysieren halt. Und das entspricht ungefähr Hardware im Wert von, also gute 15.000 bis 20.000 Euro. So, als Zusammenfassung, ich denke, man kann einfach mal überlegen, wenn wir jetzt in 2 Tagen mit irgendeiner billigen Kinect, die für 30 Euro im eBay zu bekommen ist, und ein paar Laptops so gutes Tracking hinbekommen haben, dann kann man mal drüber nachdenken, was denn die Verkehrskameras im Verkehr aus unterschiedlichsten Winkeln mit riesigen Bundesservern hinten dran oder Privatservern vielleicht auch alles aufzeichnen könnten, ne? Und was da denn vielleicht alles benutzt wird. Wer an unserem Quellcode interessiert ist, kann das gerne einfach selbst nachschauen. bitbucket.org/trackthemall. Dankeschön.